Und? Und am nächsten Morgen hatte ich das Gefühl, unglaublich glücklich zu sein. Ich fand mein Leben sowas von außergewöhnlich. Und am Morgen danach habe ich das komplette Gegenteil gedacht. Er wird sie sehen wollen. Ich bewundere dich. Du bist bezaubernd, aber meine Frau ist außergewöhnlich. Also ich dachte, er ist ein Drecksack. Und dann hatte ich einen Orgasmus. Aber es wird andere geben, das kann ich Ihnen gleich sagen. Wirklich? Ja, ja. Weil ich momentan solche Probleme mit dem Tag für Tag habe. Das Tag für Tag. Und was heißt das? So, als würde es mich erdrücken. Vielleicht, weil meine Frau und ich uns gerade trennen, aber... Ich komme gerade aus Brasilien und hatte wahnsinnige Lust, dich zu ficken. Du bist ein Dreckskerl. Ich bereue es. Tut mir leid, dass das einfach so passiert ist. Ich habe das Gefühl, wir haben es versaut. Das, was hätte passieren können, liegt schon hinter uns. Dabei liebe ich das, was vorher war. Das vorher. Wir sehen uns nicht mehr. Nicht mehr. Also, ich würde mir an Ihrer Stelle nicht den Kopf zerbrechen. Bin ich mit ihm zusammen? Sind wir zusammen? Oder nicht zusammen? Leben Sie so, wie Sie leben möchten. Da bin ich aber eifersüchtig. Warum hat er sich in dich verliebt? Was weiß ich? Das kann ich dir doch nicht sagen. Sorgen Sie sich ums Wesentliche. Momentan sind Sie das. Tappen Sie in keine Falle. Ich kümmere mich nicht um den Rest. Nun, das heißt, ich versuche, eine schöne innere Sonne zu finden. Mehr verlange ich nicht von Ihnen, verstehen Sie?